herzlich willkommen beim Podcast zum Lichtvertrauen. Mein Name ist Lesirella Zag und das ist mein Lichtmopskaler. Und vielleicht haben wir Glück und du siehst dann auch noch unseren Lichtkater Amenophis durchs Bild huschen, denn er hat uns heute auf diesem Streifzug in den Wald begleitet. Vielleicht hörst du ihn auch zwischendurch, wenn er mich ruft. Meditierst du schon regelmäßig mit einem Lichtwesen, deinem Geistführer oder deinem Spirit-Team oder einem Engel oder einem anderen Lichtwesen? Falls ja, herzlichen Glückwunsch und mach weiter so. Falls nein, dann ist dieses Video vielleicht gerade der Ansporn für dich, einen Einstieg in eine regelmäßige Meditation mit dem Lichtwesen deiner Wahl zu führen. Also, wenn du Lust hast, dann machst du gleich mit und suchst dir jetzt einen ruhigen Ort, wo du dich wohlfühlst und circa 15 Minuten Zeit für dich alleine hast. Zeit für dich und die geistige Welt, denn das ist sehr wichtig, um diese Zusammenarbeit zu stärken. Diese Zusammenarbeit, die es ermöglicht, dass du dich weiterentwickelst. Hast du den Ort schon gefunden? Du darfst dich setzen oder hinlegen oder auch die Meditation vielleicht im Gehen machen. Im Gehen im Wald auf einem Spaziergang und dann hörst du sie einfach nur, gerade wie du Lust hast. Alles ist möglich. Alles ist möglich und richtig, wenn es für dich stimmig ist. Dann finde jetzt in deine Ruhe, nimm ein paar tiefe Atemzüge, atme ein und aus, lass den Atem fließen, wie er gerade kommt, und auch die Gedanken dürfen frei fließen, wie sie gerade kommen. Sie sind gerade nicht wichtig. Aber sie dürfen da sein. Dein Körper darf sich entspannen. Dein Geist darf sich entspannen. Du darfst zur Ruhe kommen. Bei dir ankommen. Und erinnere dich an dieses Licht, das in deinem Herzen leuchtet. Es ist immer da. Aber jetzt darfst du es noch viel heller strahlen lassen. Es darf sich ausbreiten in deinem ganzen Körper. Dass du richtig leuchtest und strahlst. Es ist eine wunderbare Wärme, die davon ausgeht. Und du darfst nun dein Herz mit deinem Verstand verbinden. Tu das ganz bewusst in Gedanken. Verbinde dein Herz mit deinem Verstand. Die Intention reicht aus. Dein Verstand darf jetzt die Kontrolle abgeben und das Herz übernimmt. Und dein Herz schüttet bedingungslose Liebe aus. Zuerst in deinen Verstand, dann in deinen Körper, bis in jede Zelle deines Körpers dringt die bedingungslose Liebe zu dir selbst, zu deinem Körper. Lass sie dich durchdringen
erfüllen. Und dann ist es Zeit, dein Licht noch ein bisschen weiter auszudehnen, über deinen Körper hinaus. Spüre, wie dein Herz dabei weit und groß wird. Auch dein Herz dehnt sich aus. Dein Licht leuchtet um dich herum, füllt dich ein. Und du fühlst die Stärke deines Lichts, deine Kraft. Und in diesem Zustand ist es dir möglich, noch besser in Verbindung zu treten mit den dir zugewandten Lichtwesen. Lade also nun deinen Geistführer oder andere Wesen aus deinem Spirit-Team ein oder vielleicht einen Engel, hier nahe zu kommen. Du entscheidest oder du überlässt es der geistigen Welt. Wer immer kommen möchte, um mit dir jetzt im Licht zusammenzuarbeiten, in Licht und Liebe an deiner persönlichen Entwicklung. Deine persönliche Entwicklung, die zugunsten der ganzen Welt ist. Ich lasse dir nun Zeit, um dich auszutauschen, um zu spüren, hineinzufühlen, was auch immer jetzt geschehen mag. Du darfst frei sein, loslassen, die Erwartungen loslassen. Spür einfach hinein, was du fühlst. Vielleicht siehst du auch eine Farbe oder ein Bild. Du hörst etwas, du riechst etwas. Du nimmst etwas wahr auf deiner Haut oder in deinem Gaumen. Was auch immer passiert. Schaue, beobachte und erwarte nichts. Es ist immer wieder anders, wie sich die geistige Welt bemerkbar macht. Du darfst dich jetzt entspannen und genießen. Ich werde dich wieder zurückholen, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
der Moment gekommen, um dich zu verabschieden von deinen geistigen Begleitern. Du darfst deine Dankbarkeit ausdrücken für diese Gelegenheit und auf Wiedersehen sagen. Denn du wirst sicher schon bald wieder mit ihnen zusammenkommen. Und dann darfst du dein Herzenslicht wieder ganz langsam zu dir zurückziehen. Lass es weiter leuchten, aber nicht mehr so ganz so weit. Und dann darfst du in deinem Tempo wieder zurückkommen. Bewusst atmen. Nachspüren. Was du gerade erlebt hast, gib dir noch ein bisschen Zeit. Du weißt, du darfst jederzeit mit der geistigen Welt zusammensitzen, dich austauschen, mit ihnen zusammenarbeiten. Ich kann dir nur empfehlen, dies regelmäßig zu tun, denn es ist unsere Chance, uns zu entwickeln. Du darfst die geistige Welt in solchen Momenten auch bitten, mit dir an gewissen Themen zu arbeiten, dass sie dir Inputs geben zu den Themen, die bei dir gerade aktuell sind. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und du wirst wissen, was jetzt gerade wichtig ist für dich. Wenn du es nicht weißt, kannst du es auch getrost der geistigen Welt überlassen. Denn sie wissen, was jetzt gerade das Richtige ist. Dann bedanke ich mich jetzt bei dir fürs Mitmachen und freue mich schon auf das nächste Mal. Alles Liebe, deine Leslie.